So, dann herzlich willkommen zur Spätausgabe des JFD Live Trading TV Formats. Die Märkte sind aktuell noch am Laufen. Es ist 21.42 Uhr. Und wieder einmal kurz der Hinweis: Meine Videos stellen keine Anlageberatung dar und ist auch keine Aufforderung zum Erwerb von Optionsscheinen, CFDs oder sonstigen Finanzinstrumenten. So, dann kommen wir zu den Setups. Im Prinzip kann man heute nach dem ersten Tag schon Feierabend machen, beziehungsweise die Woche beenden. Denn im DAX hat sich hier das mittlere Szenario komplett durchgesetzt, kein Kaufsignal, kein Verkaufssignal. Der Boden hat hier gehalten, gab es einen bullischen Abpraller. Der Tenor war hier heute Vormittag bei 9.450. Also waren hier rund 100 Punkte möglich. Short würde hier nicht gegangen. Dagegen Short-Szenario wurde beim Dow Jones gestartet. Hier das graue Szenario war am Wochenende, also bevor die Märkte eröffnet haben, so eingezeichnet auf diese Unterkante. Abpraller nach oben. Hier ist es eben leicht höher gegangen. Der Stopp lag hier oben. Eingestiegen sind 16.635. So war es im Stream. Auch wieder mit Kauflimit. Also jeder konnte hier einsteigen. Wie gesagt, Stopp lag hier oben bei den 760. Jetzt wird der, wie hier eben im Stream, wieder natürlich dargebracht, 21.18 Uhr neuer Beitrag, Gewinnmitnahmen von 110 Punkten und der Stopp wurde auf 16.730 nach unten gesetzt. Das bedeutet, die Position ist jetzt so abgesichert, dass man nicht mehr in den Verlust kommt. Also die Hälfte würde hier bei, ja, fast am Tief, bei 16.525 gegeben. Und die wird jetzt, da wird jetzt kein Teilverkauf mehr erledigt. Sollte sich wirklich das Szenario durchsetzen, sind von diesem Zeitpunkt etwa noch 300 Punkte nach unten möglich, bevor hier ein größerer Rücklauf vonstatten geht. Ich habe den jetzt erstmal nur recht kurz eingezeichnet. Und das ideale Short oder das ideale Korrektur, der Korrekturbereich liegt hier bei 16.030 etwa rum. Also wieder, ich kann es auch noch nicht ändern. Eigentlich will ich es natürlich auch nicht ändern, dass jetzt wieder hier Volltreffer da sind. Aber gerade das Dow Jones Setup sah jetzt kurzfristig nicht gerade besonders gut aus. Dafür, was gut aussieht, ist die Morphosis-Aktie. Kleiner Hammer, ein Hammer konnte sich noch heute entwickeln. Genauso wie sogar die BMW-Aktie auf Tageshoch fast konnte der Wert schließen. Und die das dritte Setup noch, die Puma-Aktie, auch an, naja, am Tageshoch. Das wären jetzt hier die Setups, die aktuell laufen. Hier im Tageschart passt, würde es passen, aber der Dow hat ja einiges nachgegeben. Deswegen schaue ich eben auf den Dow Jones im Moment. Bei den Forex und Rohstoff-Setups lief hier noch, oder war am Freitag auch schon beendet worden, rund 100 Pips. Über 1% konnte hier australische Dollar gegen US-Dollar verlieren. Euro, Pfund, da wurde nichts aktiviert, auch nicht eingenommen. Hier der Sell-Trigger liegt bislang immer noch hier. Hier wird schon noch vermutet ein neues Hoch und dann womöglich eine Abwärtsbewegung. Wenn es jetzt hier vonstatten geht, dann bleibt trotzdem
der Seiltrigger hier bestehen und der Stopp wandert natürlich dann auf das Hoch. Allerdings wäre hier, wie gerade schon erwähnt, ein neues Hoch würde mir besser gefallen und dass es dann abwärts geht. Zum einen natürlich auch, dass man da oben dann eventuell auch antizyklisch einsteigt. Pfund gegen Yen liegt weiterhin noch unterhalb der Abwärtstrendlinie. Mal wieder fast punktgenau, hier jedenfalls punktgenau, hier fast punktgenau erwischt. Hier konnte man hier an 15.000 auch wieder einsteigen, war alles so benannt worden. Kursziel dann zuerst 159, dann gleich aber gesenkt auf 158. Also auch alles sehr transparent. Das ist jetzt sowieso schon vollendet worden. Hier warte ich noch auf einen idealen Einstieg dann, um long zu gehen. Was neu dazu kam, ist der Euro gegen kanadische Dollar. Ist aber noch nicht aktiviert worden. Das Tief lag etwa rund 20 Punkte höher. Oder 20 Pips höher, Entschuldigung. Aber wie auch schon geschrieben, alles steht dann auch in den Analysen im Stream, steht es weiterhin bereit, auch zum Nachlesen. Ideal wäre hier unten ein Bereich. Das könnte sich auch eben dieser Bereich nicht, kann eben nicht ganz getroffen werden. Deswegen ist hier eher das Kauflimit jetzt nicht groß zu präferieren, aber ich will hier dabei sein. Denn für mich sieht es hier dann fertig aus. Und würde mir dann gut, 50 Pips, würde erstmal die Position höchstwahrscheinlich erstmal ins Minus laufen. Wer andere Einstiege hat oder wählt, kann natürlich vielleicht besser einsteigen. Silber hat sich hier viel schneller nach unten verabschiedet, traf dann hier auf die Trendlinie, ist dann hier sehr bullisch abgeprallt. Der Kaufkurs lag schon am Freitag dann bei 14,01. Auch hier liegt man aktuell im Plus. Den Stopp lasse ich noch hier unten und werde es weiter verfolgen. Da Gold viel stärker ist auch, ist natürlich hier kein Kaufsignal, kein Limit ausgeführt worden. Das war's. Danke fürs Zuhören und bis morgen.